Also ich mag den Geruch von dieser orangenen Knolle, die wahrscheinlich viele von euch auch in der Küche nutzen bzw. auch kennen. Werde ich euch dann später zeigen, was genau das noch ist. Und jetzt im Oktober nochmal schöne Sonne, werde ich euch nochmal mitnehmen, was jetzt alles nochmal im Garten so ansteht, was ich alles aussehe und was ich noch alles jetzt noch in dieser doch immer kühler werdenden Zeit noch ernten darf. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. So, an dem heutigen stürmigen, sonnigen Tag bin ich jetzt hier im Schrebergarten, habe da ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch gesteckt. Also Zwiebeln überwiegend überall, wo die Bäume wachsen, so drumherum, auch bei den Kiwis, die jetzt auch kein Laub mehr haben. Da ist jetzt die Schale. Hab's jetzt hier rein, damit ich so einen kleinen Schutz für die Wühlmäuse habe, weil die haben mir jetzt schon jede Menge kaputt gemacht, fressen so ein bisschen meine Kiwis an. Auch die Dattelpalme hat es wieder ein bisschen erwischt und ich denke auch die Maulbeere da hinten, die jetzt auch ziemlich gut erwischt. Mal schauen, ob die kommen. Ich werde die jetzt nicht rausreißen. Hier die Granatapfel, denke ich mal, wegen dem ganzen Winter, Laub hat er was verloren. Mal schauen, ob vielleicht auch da die Wühlmaus dran war. Also ich habe hier schon sehr große Wühlmausprobleme. Deswegen habe ich jetzt hier als Wühlmausablenkung Topinambur in die Erde gesetzt. Die ist eigentlich super für Wühlmäuse. Da können sie sich dann ruhig bedienen. Das ist mir jetzt relativ egal, ob sie da was machen oder nicht. Das Gute ist halt an der Topinambur, wenn die mal. Da brauchst du nur ein kleines Wurzelstück, dann treibt die mal wieder aus. Also von dem her vermehren die sich sogar, wenn die Wühlmaus ein bisschen rumknabbert. Sonst die Feige und die Maulbeere sind immer noch grün. Den Maulbeer habe ich jetzt auch ein bisschen ausgelichtet und geschnitten. Da schneide ich, versuche jetzt auch gerade Stecklinge zu machen. Sind gerade am Anwurzen, habe die ein bisschen in Wasser eingelegt. Und hier in den hinteren beiden Hochbeeten, da gehe ich jetzt schnell hin. Da habe ich jetzt die Winterzwiebeln aus eingesteckt. Das sind jetzt keine Stuttgarter Riesen, da habe ich die Steckzwiebeln nicht bekommen. Aber hier habe ich jetzt die Hochbeete mit Kompost, den ich von da hinten habe, aufgefüllt. Auch bei dem Hochbeet habe ich das gemacht. Hier auch nochmal Zwiebeln und Knoblauch mit reingesteckt. Hier ist noch ein Blumenkohl, den haben die Schnecken ziemlich stark angeknabbert damals. Jetzt ist er nochmal ausgetrieben, mal schauen, ob er da irgendwas nochmal bekommt, also Blumenkohl. Das Gute ist halt, der Blumenkohl ist halt eine Sorte, genauso wie Brokkoli, dessen Frucht, die wir ernten, ist eigentlich die Blüte. Also von dem her geht er immer in Blüte. Mal schauen, welche Köpfe er dann dieses Mal bildet. Hier habe ich jetzt die Komposthaufen aus Holz gemacht, habe ich letztens auch vieles bekommen. Efeu, Holzschnitte, auch die Rückschnitte von der Zwetschge habe ich da mitgenommen. Einfach um erstens größere Mengen an Kompost zu machen, damit ich mir keine Erde mehr kaufen muss. Und dass ich noch zusätzlich Kompost habe, der pilzdominierend ist, damit da meine Pflanzen besser wachsen. Darauf lege ich jetzt auch sehr viel Wert. Kann man sich auch das Buch von Paul Stamets durchlesen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Also How Mushrooms Can Save Us to Protect the World. Ist ein richtiges gutes Buch, was ich nur empfehlen kann. Hier jetzt auch
Kompost mit bisschen Grasschnitt, also alles durchgemischt, überwiegend Holz. Da habe ich jetzt dann die Erde abgeschippt. Das war ein fertiger Kompost. Da war letztes Jahr der Kürbis drauf, der ist aber hier nicht so gut gewachsen. Und hier jetzt die Schubkarre mit der Schaufel. Habe ich noch das Hochbeet hier ein bisschen aufgefüllt. Mal schauen, was ich hier noch reinsetzen werde. Ich möchte es noch ein bisschen auffüllen. Und dann gucke ich mal, was ich hier noch mal reinsetze. Gibt es nichts Schöneres, als am Eingangsbereich von einem Haus rote Beete in einem Hochbeet anzubauen. Die sind jetzt ein bisschen noch etwas klein. Ich glaube, ich werde die einfach überwintern lassen, dass sie dann im Frühjahr noch mal ein bisschen bessere Knollen ausbilden, auch wenn sie dann in die Blüte gehen. Hier habe ich da, glaube ich, im August, September habe ich die hier einfach reingesetzt. Und mal schauen, wie die dann noch werden. Auf der anderen Seite hier habe ich jetzt die Sonnenblumen und die Blüten rausgetan. Habe jetzt Knoblauch reingesteckt. Die Sorte von meiner Tante aus Kaliningrad. Kann man jetzt alles ruhig machen. Knoblauch und Zwiebeln gesteckt. Da zeige ich euch noch, wo genau ich das alles auch mache. Sind super Mischkulturpartner. Jetzt bin ich hier bei der Wildblumenwiese an der Garage. Die Trauben haben jetzt auch schon langsam ihre Ernte beendet, beziehungsweise ich habe da jetzt bald die Ernte beendet. Noch bei ihr hier, bei der Traube, gibt es noch einige Trauben, die jetzt noch reifen dürfen. Die werde ich jetzt auch an den nächsten Tagen roh essen. Super für den Darm. Und die sind jetzt nicht ganz so süß, weil der Sommer nicht so war und die sind jetzt ein bisschen spät reif geworden. Die sind jetzt große rot-lilane. Die gleichen habe ich dann auch in grün vom Geschmack her. Und hier, die sind ein bisschen kleiner, haben alle Kerne. Sind auch zum Teil russische Sorten. Hier die fette Henne, eine super Pflanze für den Herbst, die jetzt noch blüht. Habe ich auch zwei Stück. Da die Pfirsich, die konnte ich jetzt doch beernten. Die Früchte sind dann doch reif geworden. Habe die jetzt auch gleich wieder zurückgeschnitten, damit sie dann nächstes Jahr wieder super neu wachsen kann und wieder herrliche Früchte bringt. Ich habe jetzt auch darunter wieder Knoblauch reingesteckt für die Kräuselkrankheit, um deshalb so einen kleinen Schutz zu machen. Habe das auch hier bei den Trauben auch gemacht. Hier kann man die Knoblauchreste sehen, habe die jetzt auch damit alles reingetan. Habe jetzt auch die Wildblumenwiese nackt gemacht, habe sie abgemäht, damit sie immer mehr weiter mager wird, damit hier die größere Blütenvielfalt entsteht. Und habe das natürlich hier alles zum Mulchen an die Trauben rangelegt. Hier jetzt auch nochmal Buchs habe ich bekommen zum Häckseln. Da ist auch der Häcksler. Können die Leute hier mal einem abgeben, dass ich dann genug Sachen habe für Terra Preta, also für Pflanzenkohle, für Totholzhaufen und natürlich auch zum Mulchen. Und Buchs ist ein richtiges Hartholz. Ich glaube, das ist sogar noch härter als Eiche. Das ist brutal. Also unser Häcksler hat da schon richtig große Probleme, wenn die nur annähernd etwas dicker werden. Also Buchs ist schon mal richtig, richtig gutes Holz. Auch wenn der Zins da die Pflanzen richtig stark in Mitleidenschaft bringen. Dann, wenn ich hier weiter rüber gehe, die Zucchini, die haben jetzt schon ein bisschen Frost abbekommen. Wir haben mal einen Tag gehabt, der hatte minus 1 Grad. Das ist jetzt die letzte Zucchini, die übrig geblieben ist. Ist jetzt nicht ganz so tragisch, die Zucchini-Saison ist auch vorbei. Hier die Liguster von meinem Vater, die haben wir ja letztes Jahr reingesetzt. Da sind manche kaputt gegangen. Da hat er jetzt neue Stecklinge gemacht, die in die Erde reingesetzt, damit hier eine schöne Naturhecke entsteht, so wie er sich's wünscht, weil der Buchsbaumzünstler ihn natürlich seine Buchsen vor 2 Jahren kaputt gefressen haben. Hier nochmal ein paar Reste Buchs und größere Stämme, die ich jetzt auch verbrennen möchte für Pflanzenkohle. Die wollen wir dann mit einer Kettensäge ein bisschen kleiner schneiden. Hier nochmal ein bisschen Holzhack vom Häckseln. Das verteile ich dann bei mir in den Tunnel mit rein, damit sich die Pilze auch mit ansiedeln können. Also wie ihr hier vielleicht ein bisschen sehen könnt, da ein bisschen Buchsholz. Das ist überall mit dem Tunnel verteilt. Tomaten hängen da auch nochmal ein bisschen, die noch einigermaßen noch reifen können. Es ist unfassbar, dass ich jetzt immer noch trotz dieses
sommerlichen Wetters, das wir haben, oder beziehungsweise nicht sommerlich, das verregneten Wetter, dass ich hier immer noch einige Tomaten ernten darf. Das Hanviva geht es da auch noch richtig gut. Kann ich jeden Tag immer ein bisschen ernten. Habe aber jetzt schon Tomaten auch rausgeschnitten, die keine Früchte mehr gebracht haben, damit ich da mal Platz habe zum Mulchen. Habe auch Bokashi wieder mit eingearbeitet, dass da weiteres mit dem Bodenleben kommt. Werde dann vielleicht nochmal später Salate hier reinsetzen, also im Januar. Da habe ich die Barbecue-Sorte, dass ich dann hier weiter mit der Ernte machen kann. Da geht es, wächst auch nochmal gut heran, damit sich Nematoden zum Beispiel ansiedeln können. Habe jetzt hier bei den Gurken, habe ich jetzt angefangen, die Gurken zu entfernen. Habe da jetzt auch die ganzen vollreifen Früchte für die Samengewinnung schon geerntet. Das sind da auch einige gewesen, dass ich jetzt hier auch alles mit Holzhack bedecken kann, damit hier der Boden noch weiter aufgebessert wird, weil so gut ist der Boden nicht geworden. Hier ist noch eine Gurke, das ist leider eine Luffergurke. Dieses Jahr gibt es keine Schwammgurke für mich, schade, kann aber jetzt nichts ändern. Hier auch der Kohlweißling, zerstört mir auch sehr, sehr freudig meinen Kohl. Bei manchen lasse ich ihn auch einfach dran, weil der Kohlweißling ja durch die ganzen Maßnahmen auch unter Naturschutz jetzt, oder beziehungsweise nicht unter Naturschutz, aber gefährdet ist, weil jetzt die Population immer weiter niedriger wird. Hier auch der Rosenkohl, aber in der Regel, wenn die Pflanze stark genug ist, dann sollte sie auch weiter kommen, beziehungsweise sollte kein Problem haben, wenn der Kohlweißling da sein Vergnügen äußert. Hier Basilikumsamen werde ich dann auch noch mal mehr nehmen, lasse ich jetzt auch noch mal schön ausblühen. Hier vorne, ich habe schon eine Süßkartoffel geerntet. Hier sind dann noch mal zwei weitere Süßkartoffeln im Kübel. Die sind hier richtig groß. Also da kann ich mich dann auch auf eine geile Ernte freuen. Also das ist ein riesen Oschi. Das wird dann mal was. Hier habe ich noch zwei Süßkartoffeln, die dann nochmal schöne Früchte bringen, ist die Sorte Sakura. Hier draußen auf der Terrasse habe ich jetzt noch den Barbecue-Salat, der noch ganz jung ist. Das ist dann mein Treibhaussalat, den ich dann im Januar so raussetze in meine Gewächshäuser bzw. in den Folientunnel, damit es da die versetzte Ernte noch weiter, ja, weiter erfolgt. Hier jetzt auch noch die Sanviva draußen im Kübel, da geht es auch hervorragend, hat nirgendwo Braunfäule. Problem ist halt nur, die wächst jetzt da hinter der Terrasse, wachsen noch die Gurken weiter. Da gibt es auch noch eine zum Samenbeernten. Ist aber jetzt auch das Problem, dass halt ich die Tomate nicht verletzen möchte. Deswegen ist es halt nicht so optimal. Hier jetzt noch die Bohnen, da hängen jetzt nur noch die Bohnen, um Samen zu gewinnen. Die lasse ich jetzt einfach dran, damit sie härter werden. Hier zum Beispiel, da ist jetzt auch schon eine fertig. Kann man dann bald abernten, da oben. Hier jetzt auch noch mal ein bisschen Endiviensalat und Rosenkohl. Da habe ich jetzt auch zwischendrin noch mal ein bisschen Knoblauch mit reingesteckt. Wenn mal schauen, was ich dann hier nächstes Jahr noch mal reinsetze. Vielleicht fange ich dann mal an mit Zucchinis. Lass ich mal hier in den Kübel setzen, damit ich hier nicht immer Tomaten reinsetze. Hier auch der Basilikum. Blüht jetzt auch langsam aus für die Samengewinnung. Hier vorne habe ich das erste Mal Steckzwiebeln reingesteckt, damit ich im Herbst, nee, im Frühjahr und im Sommer meine richtig gute Zwiebelernte habe. Das kann man jetzt auch alles machen. Zwiebeln reinstecken. Habe es jetzt so eine Mischkultur mit der Traube hier gemacht, damit die weniger Mehltau zum Beispiel bekommt. Hier vorne jetzt auch im Hochbeet, das dürfte, glaube ich, Feldsalat oder Spinat sein. Der dürfte auch langsam kommen. Muss immer schön feucht halten, dass auch hier in der Ecke mal ein bisschen mehr Sachen kommen, aber bis jetzt schaut es recht gut aus. Im anderen Hochbeet genauso, da ist entweder Portulak, Feldsalat oder Spinat, auch wieder eins von den dreien. Hier kommt noch ein bisschen Salat mit raus oder auch
Tomaten und Ackerwinde, aber beim ersten Frost sollten die alle kaputt gehen. Dann Herbsthimbeeren dürfen auch noch nicht fehlen, werden auch die ganze Zeit reif. Ist genauso interessant wie meine Hybridsorte hier, das ist die Autumn Bliss. Die ist eine Frühjahrs- und eine Herbstsorte. Also im Frühjahr, so im Mai, Juni, so in dem drin, also eine Sommerhimbeere. Bis Juni fängt die dann an, Früchte zu geben, bis Juli, dann macht sie so eine kleine Pause. Und dann im September, Oktober fängt die dann wieder an, schicke Früchte zu geben. Hier sind sogar reife Früchte, welche noch später essen. Mais ist jetzt abgeerntet. In dem Kübel habe ich jetzt dann Spinat ausgesät. Ein bisschen Schnittlauch habe ich im Kübel gelassen. Der darf dann fürs nächste Jahr ausblühen. Hier habe ich dann meinen fetten Grüngutthaufen. Den werde ich dann alles in den Tunnel reinschmeißen zum Mulchen, damit da nochmal ein bisschen mehr organisches Material mit reinkommt, damit die Pflanzen besser wachsen. Hier Chinakohl. Ist jetzt auch schon größer geworden. Habe schon die ersten geerntet. Auch mit ein bisschen Raupen, Verbiss und Verschnitt. Ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Weil jetzt dann noch die nächsten modernen danach, wenn der Chinakohl weg ist, werde ich hier auch Feldsalat mit aussehen. Hier den Grünkohl konnte ich auch schon beernten. Die ersten Blätter abziehen. Hier nochmal ein Spitzkohl. Habe ja in meinen letzten Videos auch gezeigt, dass ich hier einmache und fermentiere. Rotkohl gehört natürlich auch mit dazu. Hier habe ich jetzt Spinat nochmal mit ausgesät. Da habe ich die Zucchinis weggemacht. Hier an beiden Seiten. Habe hier Spinat ausgesät und gleich mal ein bisschen oberflächlich gemulcht. Genauso wie hier Spinat. Und vor den Felsenbirnen habe ich dann auch nochmal Knoblauch und Zwiebeln mit reingesetzt. Auch hier zwischen den Rosenkohl und den Grünkohl. Hey, das ist sogar ein roter Rosenkohl, erkenne ich an den Blättern. Also das war mir jetzt nicht bewusst. Ist sehr interessant von den Blättern her. Interessant. Aber auch hier, der Kohlweißling ist aber jetzt beim Rosenkohl mir nicht so schlimm. Da möchte ich ja nur die Rosetten ernten. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Hier jetzt in dem Hochbeet kommt auch überall Feldsalat und anderes Beikraut mit raus. Und hier habe ich jetzt die Gurken entfernt. Hier ist noch ein bisschen Knoblauch vom letzten Jahr. Den habe ich versehentlich stecken lassen. Hier werde ich dann nochmal, oh, eine Wespe. Da werde ich jetzt überall nochmal Bokashi reinschmeißen. Und, ui, das ist eine fette Wurzel, Alter. Das ist eine Ackerwindenwurzel. Uiuiui, lass ich nicht so liegen. Sonst kommt der mir überall noch raus. Oder ist es eine Gurkenwurzel? Könnte auch sein. Jedenfalls werde ich hier jetzt so ein paar Bokashi einarbeiten und dann Feldsalat aussehen, beziehungsweise Komposterde erst noch draufhauen. Wir haben jetzt hier die ganzen Komposte, wo der GT Okunosim, der mehr als 850 Jahre alte Kürbis gewachsen ist, haben wir jetzt hier die ganzen Kürbisse geerntet und ich habe jetzt schon mit dem ganzen organischen Material wieder die ganzen Komposte gefüllt, damit ich gute Erde habe und mir nicht mal so Dreckserde kaufen muss von irgendwo sonst her. Die sind da von der Qualität her nicht so gut. Den Zwetschgenbaum, den möchte ich jetzt auch nochmal dann die nächsten Tage schneiden. Hier im Gewächshaus habe ich jetzt noch ein paar Chilis und Auberginen mit wachsen hier auf der linken Seite, darunter auch die Chocolate Reaper. Das ist einer der schärfsten Chilis der Welt, neben der Carolina Reaper. Sollte eigentlich ungefähr die gleiche Schärfe haben. Hier auch nochmal die Criolla Sella. Ich glaube, das ist die Langrot-Spitzpaprika. Ein recht gutes Exemplar für Samen, habe ich die extra wachsen lassen. Die Bohnen hier bei den Tomaten haben jetzt auch schon langsam ausgedient. Da sind jetzt auch nicht mehr so viele Früchte zu erwarten. Der Basilikum, der darf hier auch noch schon mal schön blühen. Hier bei den Tomaten wächst noch die Eva's Sweet White. Da kann ich auch noch mal ein paar Tomaten ernten. Habe aber auch schon hinten, wie ihr sehen könnt, ein paar rausgerissen und da schon mal gemulcht. Da kommt dann später der Salat hin. Hier hinten in der Ecke habe ich noch Kurkuma. Kann man auch da ganz schön sehen. Hier ist das, ne? Hier kann man das auch noch gut erkennen. Mal schauen, wie viele Knollen da jetzt ungefähr rauskommen. Das Wetter war jetzt auch nicht so optimal, bin ich jetzt nicht so, habe nicht so die große Erwartung. Jetzt lasse ich hier noch die ganzen Chilis wachsen, die verschiedenen Sorten.
Wie gesagt, die ganzen Sorten findet ihr auch auf meiner Saatgutliste. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch mal gerne schauen, welche Pflanzen ihr denn zum Beispiel bei den Tomaten gerne haben möchtet. Also reinschauen lohnt sich. Hier ist jetzt auch zum Beispiel die Aubergine Bangladesh Long. So, hier bei dem Erdbeerbeet haben wir jetzt angefangen, die ein bisschen auszulichten, damit die in schöner Reihe sind, sonst suchen sie uns alles zu. Und wir haben jetzt auch schon, habe jetzt hier mitten in die Reihe Mischkultur Knoblauch gemacht. Hier kann man das aussehen, dass ich hier Knoblauch gesteckt habe. Einfach zwischen den Reihen rein, weil die sich gegenseitig unterstützen. Der Knoblauch findet, dass die dann spät Mehltau bekommen. Da hinten sind jetzt noch mal ein paar Zwiebeln. Habt auch noch mal weiter die Reihe an der Wand entlang auch Zwiebeln mit reingesetzt, dass ich dann auch hier schön den Platz ausnutzen kann zwischen den Erdbeeren. Und hier gehen dann auch noch mal tatarischer Buchweizen mit auf Wild, aber der wird dann zum ersten Frosten kaputt gehen. Der ist nicht so winterhart. Ist aber eine super Gründungspflanze und auch für die Bienen wundervoll. Jedenfalls ist es jetzt noch nicht zu spät, Knoblauch zu stecken und auch Zwiebeln. Das habe ich sogar letztes Jahr noch im Dezember gemacht, weil der so mild ist. Also je milder der Winter ist, desto früher kann man das jetzt noch machen. Man sollte dann nur nicht zu früh stecken, den Knoblauch oder die Zwiebeln, nicht, dass sie halt dann so groß werden wie die jetzt zum Beispiel oder noch größer. Und dann der erste Frost kommt, das kann dann sein, dass es dann die etwas stärker trifft. So, noch mehr Goji-Beeren sind jetzt noch reif geworden, hängen dann doch ein paar mehr dran bei den zwei Sträuchern. Die habe ich schon ein paar Stecklinge mir geschnitten, dass ich die auch mit wieder ins Wasser legen kann, damit ich auch an euch wieder welche weitergeben kann, wenn ihr Bedürfnis habt. Jedenfalls wuchern die auch richtig stark, also wenn die einmal gut angewachsen sind, dann wachsen sie richtig gut. Ich habe von Daniel von den Waldgeistern habe ich gehört, dass das auch ein Stickstofffixierer sein soll, die Goji-Beeren. Kann ich noch nicht bestätigen, schaue ich mal selber. Wenn ihr das zum Beispiel wisst, dann gerne in die Kommentare rein. Hier habe ich jetzt noch die Artischocke, die ich im Frühjahr reingesetzt habe. Die ist jetzt auch richtig groß geworden. Mal schauen, ob die im Winter auch gut übersteht. Jedenfalls zu den Früchten muss ich sagen, ich weiß nicht, ob sie im Herbst bzw. den ersten Frost benötigen, damit die richtig süß werden oder vom Geschmack her besser werden, weil die schmecken furchtbar. Also die haben so einen komischen Nachgeschmack, den ich überhaupt nicht mal so bitter, sauer oder irgendwie sowas. Und das schmeckt überhaupt nicht. Ich warte nach dem ersten Frost und mal schauen, wenn ihr da auch Näheres dazu wisst, dann könnt ihr es auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob die einen Frost brauchen oder nicht, um bisschen geschmackvoller zu werden, aber so roh sind die wirklich fürchterlich. Hat dir das Video gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert und dabei auch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt momentan so in dem Garten bei euch anbaut, was ihr noch alles ernten dürft und wie ihr eure Zeit jetzt so im Garten verbringt. In diesem Sinne, jetzt noch das schöne Wetter nutzen, ein bisschen trainieren und Tai Chi üben. Und sonst sehen wir uns einfach in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.